liebe Motorsportfreunde, heute zu einer neuen Folge der 1000. Grand Prix, die 100 besten Geschichten der Formel 1. Und heute mit einem Gast, ich glaube, den muss man nicht vorstellen, Gerhard Berger. Über 200 Grand Prix gefahren, 10 gewonnen. Er war in der Turbozeit, der goldenen Turbozeit unterwegs. Er ist gegen Senna gefahren, gegen Prost, gegen Schumacher. Und dann gab es ja noch eine Karriere nach der Karriere. BMW-Sportchef, Toro Rosso-Chef, jetzt reformiert er die DTM. Ja, Gerhard, wie schon gesagt, du bist gegen Senna und Schumacher gefahren, aber wenn ich mir die Fotos anschaue, sehe ich hauptsächlich Jochen Rindt. Warum? Ja, ich bin natürlich ein Jochen Rindt-Fan, als Österreicher, klar. Aber Jochen Rindt hat halt schon überhaupt diesen Motorsport in Österreich populär gemacht, hat den geprägt, zusammen mit dem Journalisten Heinz Brüller, waren die einfach das Team in den 60er, 70er Jahre oder Ende 60er Jahre, die in Österreich eine Welle bewegt haben, die bis zum heutigen Tag anhält. Es hat einen riesen Fanstock produziert in Österreich. Und es ist bis heute so, dass Österreich in den maßgeblichen Motorsportkategorien auch maßgebliche Rollen spielt. Egal, ob es in der Formel 1 ist, mit dem Helmut, mit dem Toto, mit dem Niki, also mit dem Red Bull, der ja schon eine große Rolle mit beiden Teams in der Formel 1 spielt. Aber ja, ich bin momentan in der DTM unterwegs und es gibt aber viele andere Österreicher, die auch da oder dort im Motorsport was bewegen. Also die, manchmal, wenn ich so da denke, ja, ich glaube, die Nummer 1, das Nummer 1 Land ist nach wie vor Großbritannien, wo, wenn man so will, der Motorsport ja fast entstanden ist. Aber dann kommt schon Österreich, Deutschland, Brasilien, das sind so die Motorsportländer. Und das kleine Land Österreich hat schon im Motorsport immer wieder was hervorgebracht, was bewegt, egal ob es auf der politischen Seite war oder ob es auf der Rennfahrerseite ist. Und ja, der Ursprung liegt beim Jochen Rindt. Und abgesehen davon war ich von seiner Persönlichkeit fasziniert und auch die Art und Weise, wie er Rennen gefahren ist. Das war diese DNA, die ich im Rennsport suche. Nicht irgendwelche ewigen Diskussionen, sondern rein Gas geben, spät bremsen und Pole Position fahren. Und das war genau der Jochen Rindt. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. 14 Jahre später, nach Jochen Rindt, warst du plötzlich in der Formel 1. Und ich kann mich beim Debüt vor allem an eine Szene erinnern. Du fährst in Zeltweg den Berg auf mit dem ATS und stehst plötzlich mitten im Feld quer. Ja, die Szene war gar nicht so lustig, weil das war mein erstes Rennen. War auf einer Bodenwelle. Wir haben zu der Zeit ja nicht nachgedacht und 200 Kilo Sprit eingefüllt. Das heißt, das Auto war sehr schwer und hat gerade noch einen Start mit doch ein bisschen weniger Luftdruck. Also ist man am Start, so ist man den Start gegangen, um eben dann im späteren Verlauf des Rennens den idealen Luftdruck zu erreichen. Haben die Autos einfach am Boden aufgesessen. Und vor allem auf dieser Bodenwelle hat dann das Auto aufgesessen und mir jetzt quergestellt. Und ich hätte bald einen Riesenabflug produziert. Was als Konsequenz nicht nur gefährlich gewesen wäre, sondern wahrscheinlich auch bedeutet hätte, dass du beim ersten Rennen so einen schlechten Eindruck machst, dass du gleich wieder aus der Formel 1 draußen bist. So war es dann irgendwie ein bisschen was dann irgendwie ein bisschen eine Show-Einlage, die man am Ende doch wieder im Griff gehabt hat und dann doch das Rennen weiterfahren können. Also es war ein gefährlicher Moment aus mehrerer Hinsicht und ich denke auch manchmal dran, das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Jetzt war der ATS ein deutsches Team. Das war so ein typisches Team dieser Zeit. Kleine Teams, war One-Man-Show mit dem Günther Schmidt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben da gearbeitet? Also ich schätze mal 40, ja. Vielleicht 60. Ja, und wie war das da im Pult? War super. Ich meine, das war eine andere Zeit und es war halt einfach Motorsport zum Anfassen, wie man es als Fan aber gern hört. Ja. Und ja, ich bin da in das Team gekommen und man hat da mit minimalen Mitteln schon ein gutes Auto gebaut. Und vor allem, was mir heute auffällt, was mir dort überhaupt nicht aufgefallen ist oder gar nicht die Bedeutung erkannt habe, ist, das war ein Chassis aus Kohlefaser. Und das war einfach eine Lebensversicherung. Also ich habe in meiner Karriere das Riesenglück gehabt, dass ich genau reingekommen bin, wie dieses Kohlefasermaterial in der Formel 1 angekommen ist.
Und da bin ich wiederum gleich in ein Team reingekommen, wo da zum österreichischen Konstrukteur, der Gustav Brunner, ein super Kohlefaser-Monocoque gebaut hat. Und wenn ich heute so meine Unfälle mir erinnere und anschaue, später bei Ferrari und so sowieso, aber auch schon bei ATS, Riesenabflug in Estoril beim zweiten Rennen, und zwar Hauteneinschlag, das wäre sie mit einem Aluminiumchassis bei mir nie im Leben ausgegangen. Ich wäre fünfmal da gewesen in meiner Karriere. Okay. Nicht einmal, fünfmal wäre ich da gewesen. Ja. Und das war einfach wirklich mein großes Glück, dass ich in diese Zeitspanne gefahren bin, wo die Sicherheit eben schon so war, wie sie war, obwohl sie immer noch wahnsinnig gefährlich war und immer noch viele meiner Kollegen verloren habe, weil dort einfach die Rennstrecken selbst noch sehr unsicher waren. Ja. So haben wir dann nach einem Senna-Unfall haben wir dieses Thema angegangen. Mhm. Aber das Kohlefaser-Thema war natürlich ein Riesenvorteil. Ich meine, bei dir ist dann gleich turbulent weitergegangen. Das nächste Jahr dann Arrows. Da warst du aber erst mal im Krankenhaus gelegen, gleich nach dem Vertrag oder noch vor dem Vertrag. Ja, ich habe schon eine turbulente Zeit gehabt. Ich war natürlich vor allem in dieser Periode, in diesem Alter, so risikofreudig. Ich habe ja irgendwo jeden Tag irgendwas gemacht, was mich halb umgebracht hat. Egal, ob es mit dem Motorrad war oder ob es auf der Straße war oder ob es auf der Rennstrecke war. Nur in dem Fall habe ich eigentlich gar nichts dafür können. Das war einer, der alkoholisiert war und an der Seitenstraße herausgebogen ist und in mein Auto gefahren ist. Und ich bin dann über eine Brücke in ein Bachbett geflogen und bin zu der Zeit nicht so üblich gewesen, dass man sich angeschnallt hat durch das Fenster raus und bin im freien Fall ja auch da auf diese Bachsteine gelandet und hab mir das Genick gebrochen. Aber den ersten und zweiten Hals habe ich gebrochen und wäre bald gestorben dran und habe eigentlich auch wieder, wie ich halt zu der Zeit sehr, sehr oft gehabt habe, Riesenglück. Das Auto hinter mir war zufällig Münchner Hubschrauber Notärzte mit Infusionen im Auto und mit allen möglichen Sachen im Auto, die nur von der Autobahn runtergefahren sind und da auf dieser Bundesstraße ein Gasthaus gesucht haben zum Abendessen und genau hinter mir zum Fahren gekommen sind. Und wie ich da in dem Bachbett gelandet bin und erste Hilfe gebracht habe, waren die zur Stelle mit Infusionen und, bis die Rettung gekommen ist, bis ich die Erstversorgung von der Rettung gehabt habe, war ich schon reif für den Transport. Und so habe ich halt das Riesenglück gehabt, dass ich A, überhaupt überlebt habe und B, auch keine Querschnittlähmung, und zwar von ganz oben weg, davon bekommen habe, weil die Bergung so gut war. Und das war halt einfach wieder mal der liebe Gott, der die zwei Ärzte hinter mir noch geschickt hat. Und trotzdem hast du den Vertrag bei Aeros gekriegt? Naja, das war dann schon eine harte Nummer. Das war dann schon nicht so einfach, weil die Presse hat halt auch schon kommuniziert, der Berger ist halb tot im Krankenhaus oder fast ganz tot oder kommt einmal zum Rennfahren sicher nicht mehr. Der Jackie Oliver hat, mit dem ich sehr eng verhandelt habe für die folgende Saison, hat dann eigentlich den Akt Berger abgelegt und hat gesagt, okay, muss ich mit jemand anderem in die Gänge kommen. Und es war dann schon einige Klimmzüge notwendig, um da wieder auf den Verhandlungstisch zu kommen. Aber so habe ich geschafft und habe auch den Vertrag bekommen. Wir haben schon gesagt, Turbozeit. Du bist in diese Ära hineingeboren worden. Du bist aus der Formel 3 gekommen und plötzlich haben die Autos wie viel PS gehabt? Naja, das war brutal, weil ich bin eigentlich Formel 3 gefahren. Da haben wir gehabt, 100, ich kann mich erinnern, 168 PS, das war ein Formel 3 Auto. Und ich bin ein bisschen Turnwagenrennen gefahren, Turnwagenwerksfahrer bei BMW gewesen. Okay, das Auto hat 320 oder 360 PS, was weiß ich, aber was weiß ich, wie schwer. Also das waren im Verhältnis zu Formel 1 wahnsinnig langsame Autos. Trotzdem war da gut unterwegs in der Formel 3 oder brauchbar unterwegs und habe dann die Chance gekriegt, Formel 1 zu fahren. War dann das erste Mal eingeladen bei Testfahrten von Günther Schmidt bei ATS in Sandford. Und das war innerhalb meines 24-Stunden-Rennens in Spa, wo ich den Anruf gekriegt habe und gesagt habe, okay, Berger, kannst du testen kommen. Ich bin beim 24-Stunden-Rennen, ja, gut, aber es ist eine Chance. Worauf ich ins Qualifying gefahren bin, also im Qualifying habe ich mit meinem Becker weggesetzt, bin dann von Belgien nach Holland gefahren und habe mich dort in den Formel 1 gesetzt. Nein, ich bin vorher eigentlich noch, ich habe die Strecke nicht gekannt. Das erste Mal von einem 168 PS Autos auf einen 800 oder 1000 oder 750, was immer die Leistung dort war, PS umgestiegen. Und haben mir gedacht, nein, das wird jetzt schon schwierige Nummer, weil dieser Umstieg alleine schon von der Geschwindigkeit des Formel 1 Autos zu einer Strecke, die du gar nicht kennst,
Und das Ganze hast nur ein paar Runden Zeit, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Das wird jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Mhm. Worauf ich, der Günther Schmid, alle waren natürlich da, worauf ich hergegangen bin, bin in die erste Kurve gegangen, in die Tatzankurve, die ist so ein bisschen versetzt zu der Stadt-Ziel- oder zu den Boxen, mhm. zu den Boxenständen. Habe mir geschaut, wo da der Piquet bremst und habe mir den Punkt halt einfach gemerkt und gehört, wäre gut, wenn man einen guten Eindruck hinterlassen, bremst halt einfach auch mal an der Stelle. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal runtergefahren bin, das Ding hat angeschoben. Das war schon über 300 und das hat angeschoben wie mein Formel 3 im ersten Gang. Mhm. Also, es war unglaublich. Und das Auto ist mit mir gefahren. Und bei der dritten Runde habe ich mir gedacht, na gut, jetzt habe ich eh nicht mehr so viele Runden Zeit. Bis mhm. Jetzt ist es einmal besser, ich mache jetzt die Augen zu und schaue halt einfach, dass ich den Bremsbock erwische, wo der Piquet auch bremst. Mhm. Das ist sich dann irgendwie ausgegangen. Ich bin irgendwie da um die Kurve gerutscht, bin dann in die Box gekommen. Der Günther Schmid hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, wow, du bremst aber spät. Und ich habe gesagt, ja, normal. Jedenfalls, das war so der erste Eindruck, den ich hinterlassen habe. Und dann war es auch schon wieder vorbei, weil Kopfdichtung hat ein Problem gehabt und ich habe schon wieder ins Auto müssen, zurück zum Rennen nach Spa. Und das war halt so alles im Allen, wenn man sich das heute vorstellt. Heute hat man einen Kartsport, dann ganz kontrolliert in die nächste Klasse, dann kannst du in die nächste, dann muss einmal Superlizenzpunkte mit rein ins Konzept und dann muss man dorthin, damit man dort die Lizenzpunkte kriegt. Und dann geht es einmal los mit Simulator und Daten und Zeug. Und dann irgendwann sitzt man im Auto. Ah, das bin alles nicht ich. Das war genau, das hat zu mir passt, das hat auch zu meiner Persönlichkeit passt, diese Art von Herangehensweise. Und darum glaube ich, habe ich das Glück gehabt, nicht früher unterwegs gewesen zu sein, aus sicherheitsthematischen Gründen, aber auch nicht später, weil diese ganze feine Abstimmung und Herangehensweise, so wie es heute läuft, nicht so zu mir passt. Mhm. Du hast oft vom Ritt auf der Kanonenkugel gesprochen im Qualifying damals. Beim Benetton hast du dann deine 1400 PS oder was gehabt. Wie oft hast du dich am Wochenende vorbereiten können auf diesen Ritt? Oder war das, bist du jetzt quasi Wasser? Das war so maßgeschneidert für mich. Also heute geht es ja mit stundenlangen Diskussionen mit den Ingenieuren und da noch und da noch und da zeigen die Daten das und da sagt man noch, da kommt man noch das. Dazu ist es ganz anders gegangen. Dazu hat es gegeben, erstens einmal die Qualifikationsrunden, die waren für sich schon Spannung, weil die Qualifikationsrunden, da hast du Qualifying-Reifen gekriegt, da hast du eine Qualifying-Übersetzung gekriegt, da hast einen Qualifying-Motor bekommen. Alleine das war schon so ein Monsterpaket. Mhm. Und das dann am Limit auf Knopfdruck runterzuziehen, das war schwierig. Mhm. Und das Ganze auf Strecken, wo Auslaufzonen ja Fremdwort waren, weil wenn ich heute noch am Red Bull Ring die alte Strecke hinten rausgehe und sehe, da sind die Bäume und dann nehme ich eine Leitplanke und dann nehme ich der Asphalt und denkst du, das gibt es ja nicht, da sind wir von mir ernst gefahren und wir haben gar nichts gemeint dabei. Aber interessant war schon, und wir haben jeden Tag Motor gewechselt, zum Teil Vormittag und Nachmittag, weil dieser Qualifikationsmotor, der hat ja nur eine Runde auf maximaler Leistung gehalten. Mhm. Das heißt, wenn du Vormittag gefahren bist, hast du ihn schonen müssen. Da bist du dann gefahren mit einer Boost-Einstellung, was weiß ich, was war, 3,5 Bar, vielleicht einmal 4 Bar. Da sind irgendwie 800, 850 PS rausgegangen. Nachmittag, kann mich noch so gut erinnern, sind die Ingenieure von BMW gekommen und haben das Turborad reingedreht. Du bist schon im Auto gesetzt, vorbereitet zum Rausfahren für die Qualifikationsrunde und du hast gewusst, jetzt kriegt das Ding bis zu 1400 PS. Und sie haben so ungefähr die Übersetzung berechnet. Sie haben Qualifikationsreifen raufgegeben und du hast gehabt eine andere Übersetzung wie in der Früh. Den Reifen, der extremen Grip gehabt hat. Und du hast auf einmal 1400 PS gehabt. Du bist nicht mehr mit 320 angekommen, sondern mit 350. Mhm. Dein Bremspunkt war nicht mehr an der Stelle, sondern woanders. Und du hast es nicht üben können. Du hast in dem Moment hast du es irgendwie hinbringen müssen. Ja. Und das war brutal schwierig. Aber es war so für einen Fahrer so ein Riesen-Challenge. Mhm. Es ist ein Traum. Du hast einfach gewusst, wenn deine Runde gesitzt hat und du hast das gut gemacht und du hast wirklich den Arsch zusammengeklemmt, dann hast du gewusst, dass das deine Leistung war, dass das dein Beitrag war. Das war dein Beitrag, war der Beitrag der Techniker, einen 1400 PS-Motor da hinten reinzubringen. Aber du hast mindestens einen gleich großen Beitrag geleistet. Und zwar das Ding jetzt optimal genützt. Und da ist auch zwischen einer guten und einer nicht so guten Runde gleich mal ein Sekundenunterschied gewesen oder anderthalb. Mhm. Weil das Ansprechverhalten, dieses
dieses Mottos da zu Meier, so schlecht war. Du hast jetzt so viel Kompromiss geben müssen, dass du wissen müssen am Kurveneingang, wann gehst du aufs Gas, damit du am Kurvenausgang deinen Bauer hast. Da sind aber dann 1400 PS gekommen. Wenn du noch ein bisschen quer gestanden bist, dann bist du rückwärts losgegangen. Das war irrsinnig für den Fahrer, irrsinnig tolle Aufgabe, eine Qualifikationsrunde hinzubekommen. Ja. Und im Rennen hast du dann wieder ein ganz anderes Rennauto gehabt. Ganz anderes Rennauto. Da hast du einmal 200 Kilo Sprit hinten reingekriegt. 200 Kilo, das ist brutal, was da an Gewicht, wo da die Bremspunkte hinwandern, wo da die Bremstemperaturen hinwandern, wie der Reifen belastet wird, wie schwer das zum Lenken war. Das war fast, und wir sind ja dort einmal, das war alles mit der Handschaltung. Du bist ja so ein Rennen in Adelaide im Straßenkurs, bist du ja nur mit einer Hand gefahren. Die ganze Zeit, das Drehzahlband von diesem BMW 14er Turbo. Das waren ja, ich glaube, das ist ja nur auf 1500 Umdrehungen gegangen. Davor ist er nicht gegangen, nachher war er kaputt. Also du hast den immer da drinnen halten müssen und bist du nur am Schalthebel gewesen. Und das Ganze ohne Servo, ohne auch Kuppeln. Du hast einfach bei so einem Rennen wie in Adelaide wahrscheinlich 3.000, 4.000 Mal gekuppelt. Ja. Geh ins Gym und kuppel einmal 3.000, 4.000 Mal. Das waren wirklich totale anstrengende Rennen, wo auch jede Fehler bestraft worden sein, egal ob da die Strecke ausgegangen ist und da halt nicht wie heute asphaltiert, sondern nein, das ist die Leitplanken gewesen oder die Betonmauer, das hat wehgetan. Oder der Motor, da bist du da ein paar hundert Umdrehungen drüber gewesen, der war kaputt. Mhm. Du hast deinen ersten Grand Prix in Mexiko gewonnen, weil du es geschafft hast, die Reifen über die Distanz zu bringen. Ihr habt damals Sprit sparen müssen, ihr habt auch auf die Reifen aufpassen müssen. Kannst du die Fahrer von heute verstehen, wenn sie rumjammern? Ah, ich muss auf die Reifen aufpassen, die gehen so schnell kaputt, ich muss Sprit sparen, sonst komme ich nicht über die Runden. War es nicht immer so? Ja, das gehört trotzdem alles dazu, gehört heute auch noch alles dazu. Es ist halt heute alles so viel berechenbarer und so viel transparenter. Dazu mal hast du selbst aufpasst. Heute kriegst du die Daten ja alle vorher und weißt, wann du wie aufpassen musst. Du bist eigentlich immer nur der verlängerte Arm, um etwas halt dann umzusetzen. Früher hast du selbst fühlen müssen. Also, mein Reifen lässt jetzt ein bisschen nach. Ich muss ein bisschen Ladedruck zurücknehmen. Die Temperatur ist so. Heute sind das ja alles Kommunikationen zwischen Box und Daten, die da hin und her sausen. Und die punktgenau jede Situation einschätzen und die Anweisungen bringen. Die Anweisungen hat es bei uns gegeben, wenn der Funk nicht einmal gescheit funktioniert, hast du gar nichts gehört. Du hast halt einfach schön müssen. Okay, da läuft mal die Temperatur davon, jetzt muss ich raus aus dem Windschatten. Ja. Oder du hast gemerkt, wenn es beim Zurückschalten zu hohe Drehzahl gewesen ist und der Motor ein Ventil dann nicht mehr passt hat. Und wahrscheinlich regt es dich weniger auf, wenn du es selber machen musst, als wenn du einer sagt, spar Sprit, dann fällt es dir viel mehr auf, dass du Sprit sparen musst. Ja, das ist genau das Thema. Ja. Wenn das Teil deines Arbeitspaketes ist, dann bist du damit involviert, beschäftigt und ich stelle mir es furchtbar vor, wenn mir jetzt jemand sagt, du pass auf, jetzt fahr langsamer, weil Reifen schonen und so weiter, natürlich ist das nicht unbedingt die Kernaufgabe von einem Rennfahrer, langsamer zu fahren, aber das Paket war immer schon so, nur es ist halt anders zu handeln gewesen. Dann sind 1989 die Sauger gekommen, war das dann ein Kulturschock nach den 1000, was weiß ich, PS runter auf, am Anfang, glaube ich, haben die so um die 700 oder was gehabt? Also gerade noch ein bisschen weniger? Also im Nachhinein gesehen, muss ich immer sagen, die meisten dieser Reglementseinführungen waren eigentlich für die Katz. Mhm. Die Turbomotoren waren tolle Motoren. Ich habe es am besten gefunden, wie die Mischung war zwischen Turbo und Sauger, wo der Saugervorteil halt einfach in die Ecken war, dass das Ding halt einfach anders stehen lassen als keiner und vor dem Straßenkursen oder im Regen mit der Fahrbarkeit den Vorteil gehabt habe. Und dann mit dem Turbomotor warst du halt wieder mit Riesenpower unterwegs. Hat auch ganz andere, du bist auch ganz andere Kurvenlinie gefahren. Das war schon ganz interessant, wer dann am Ende in diesem Rennen nach vorne rauskommt oder der andere. Mhm. Wie sich das dann aber alles in Richtung Sauber bewegt hat, war das schon ein brutaler Einschnitt. Die Motoren haben dann gehabt irgendwo, glaube ich, so 680 PS. Und ja, das war... Und die Autos sind dann auch anders zu fahren gewesen wie die Turbo-Autos. Also viel, viel näher an der Formel 3 rund Geschwindigkeit mitnehmen. Und so. Die Turbo-Autos, die waren so brutal. Und,
Und das war einfach so eine Rohkraft. Mhm. Und die zu bändigen, das war halt einfach. Ich als Fahrer habe das geliebt. Ja. Du warst dann bei Ferrari, hast so einen Motor, noch nicht den genau den Motor, aber so einen Motor im Heck gehabt. Warst einer der Letzten, die auch Enzo Ferrari erlebt haben. Wie hast du Enzo Ferrari erlebt? Na, zuerst einmal zu dem Motor. Ja. Der Motor, das ist natürlich schon der Sauger, der 12-Zylinder Sauger war halt, war schon von seinem Sound her eine ganz eine besondere Geschichte. Mhm. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich die Ära Ferrari abgeschlossen mit dem 12-Zylinder Motor in Edilet 1994, schätze ich mal. 95, ja. Und das ist ein Motor von dort. Mhm. Und ja, den Motor bin ich halt gern gefahren, weil er halt einfach vom Sound her so extrem war. Und er hat auch gut Leistung gehabt, er hat auch ein bisschen mehr Leistung gehabt wie die anderen. Aber er war natürlich als Gesamtpaket nicht so toll, weil er war schwer, lang und er hat viel mehr Sprit verbraucht. Das heißt, du hast schon gute Leistung gehabt, aber du hast halt mit dem Mehrgewicht am Start und das Gewicht an der falschen Stelle, man den Reifen mehr beansprucht und so weiter. Also, aber die 12-Zylinder-Ära war schon so wie die Turbo mit den 1400 PS, so war auch bei den Saugern die 12-Zylinder-Ära eine Besonderheit. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich bin den 12-Zylinder Honda gefahren der Saison und ich bin Ferrari sehr lang 12-Zylinder gefahren. Ja. Und der Enzo? Enzo war ein spezieller Typ. Ja. Also ich glaube, ich bin der letzte Fahrer, der mit ihm einen Vertrag gemacht hat oder einen persönlichen Vertrag gemacht hat mit ihm. Und das war ganz interessant, weil ich bin ja der Rennfahrer, der immer sehr viel aus der Emotion heraus gearbeitet hat und entschieden hat. Und natürlich, jeder Rennfahrer träumt vom Ferrari, oder das ist halt einfach die Spitze des Eisbergs bei den Teams. Und wie ich dann den Anruf bekommen habe von Ferrari, dazu mal von Piccinini, ob ich nicht nach Maranello kommen könnte, der Enzo Ferrari möchte mich treffen, war das natürlich schon. Ja, also es war schon ein toller Moment für einen jungen Rennfahrer mit 24 Jahren, da nach Maranello zu pilgern und einmal zum Enzo Ferrari zu gehen. Ganz geschweige davon habe ich bei der Hinfahrt noch nicht gewusst, dass ich bei der Heimfahrt einen Ferrari-Vertrag in der Tasche habe. Also das war schon, erinnere mich gerne daran, war ein spezieller Moment. Mhm. Dann bist du nach 3 Jahren zu Ferrari bis zu McLaren gegangen, zum Senna als Teamkollege. Der Alain Prost ist vor dem Senna davongelaufen, hast du nicht gedacht? Oder hast du nicht mal überlegt, warum will ich da abhauen? Warum muss ich da hin? Ich habe mir sehr oft überlegt, aber leider nachher, nicht vorher. Also da muss ich so sagen, habe ich schon ein bisschen eine gewisse Naivität da mit mir mitgebracht in das Geschäft. Aber das Problem war, mein Glück und Problem gleichzeitig war, ich habe sicherlich vom Talent sehr viel mitbekommen, sehr gutes, naturelles Talent gehabt. Und das hat mich halt in der Situation gebracht, dass ich mit relativ wenig Aufwand meine Teamkollegen immer mehr oder weniger im Griff gehabt habe. Mhm. Und die Meisterprüfung war für mich da fast der Alboreto, weil der war Vize-Weltmeister, da zum Beispiel gegen den Prost, knapp verloren. Und ich hab mir eigentlich nichts dabei gedacht, dass ich auch mit dem Senna zurechtkommen werde. Also nicht nur menschlich zurechtkommen werde, sondern auch als Speed auf der Strecke. Und es war dann so, beim ersten Rennen bin ich nach Phoenix gereist und der Senna war ja doch schon so ein bisschen bekannt als der Regenkönig. Ja, und da erstes Training im Qualifying war Regen und ich bin auf Pole Position gestanden und Senna Zweiter. Und am nächsten Tag war es trocken, ich bin auf Pole Position gestanden und Senna Zweiter. Da habe ich gedacht, für mich, ja klar, das war einfach der nächste Fahrer, der hat ein bisschen Kopf gehabt mit mir. Aber das habe ich komplett falsch eingeschätzt. Er ist dann zurückgefahren nach Brasilien und dann mir nachdenken, was jetzt an dem Wochenende los war. Und dann war das Thema auch schon erledigt, weil Senna war schon ein besonderes Kaliber. Also da habe ich schon einen Fahrer vorgefunden, den, ich sage immer noch, bis jetzt ist der Beste, den es gegeben hat. Mhm. Zumindest DDI einschätzen kann. Wobei, ich sage mal, ein Lewis Hamilton kommt ihm jetzt schon sehr, sehr neu. Ja. Also den schätze ich schon auch fahrisch auf einem ähnlichen Niveau ein. Mhm. Aber als du gesehen hast, was für Qualitäten der Senna hat, abgesehen, also außerhalb des Talents, was er ohnehin gehabt hat, wäre es da nicht einfach gewesen, ihn zu kopieren? Nein, den kannst du nicht kopieren. Das kannst du nicht. Du hast deine eigene Persönlichkeit. Das ist ja bei mir schon losgegangen. Kann mich erinnern, wie ich begonnen habe bei McLaren, hat mich der Ron Dennis geholt und gesagt, Gerhard, du bist ein Diamant, die muss man gerade noch schleifen. Mhm. Ja.
Sag, schau dir mal das Video an. Du fährst da über die Körbs, du stehst da quer. Wenn du das, schau dir mal den Brust an, wie sauber der das da durchzieht. Ja? Du musst das so machen, das schont deine Reifen und. Nur, was du an Dennis nicht am Radar gehabt hast, das muss zu einer Persönlichkeit passen, das muss zu dem Naturell passen. Mein Naturell war quer, mein Naturell war vielleicht manchmal zu spät bremsen und es war einfach. Aber bei Ferrari wurde es so akzeptiert, weil am Ende des Tages hat man geschaut, was kommt in der Rundenzeit zum Schluss raus. Mhm. Der Ron Dennis wollte es noch toppen, indem die Perfektion noch verbessert werden dazu kommt. Theoretisch wäre das auch noch die bessere Rundenzeit geworden. Ist bei mir nicht, war nicht ich. Ja. Ich habe mir aber versucht zu verbiegen und das war mein Fehler. Ich hätte eigentlich gerade so weitermachen müssen wie immer. Und wem es auch so gegangen ist, ist ein Keke Rosberg. Keke Rosberg war ja auch einer. Ja. Ja, der ist halt auch irgendwie am liebsten quer gefahren. War aber schnell dabei. Und auch der ist da an diesem Versuch, alles zu perfektionieren, gescheitert. Bei McLaren gescheitert. Und ja, und darum, und das einerseits den Ron Dennis von der Seite, andererseits den Senna, der diese Perfektion zu seinem naturellen Speed auch noch gehabt hat, war natürlich schon eine Aufgabe. Und dann bin ich aber relativ schnell auf den Punkt gewesen, ob ich mich die anlege, ob ich versuche zu sagen, oder ob ich versuche, Themen abzugeben, sagen, okay, der Honda bevorteilt den Senna. Mhm, oder, so wie oder, es der Prost gemacht hat. So wie es der Prost hat. Ja. Politik machen. Politik, ja. Genau. Oder ob ich das Team. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist eigentlich nicht fair, weil der Porsche ist einfach so gut. Mhm. Und kopieren kann ich ihn auch nicht, weil ich bin anders wie er. Aber ich muss meine eigenen Aufgaben so gut lösen wie möglich und so an ihn herankommen. Und nicht, indem ich die Fehler woanders versuche zu suchen. Mhm. Lösen kann ich es sicher nur bei mir selbst. Und das habe ich dann auch so durchgezogen. Und das hat man auch beim Team geschätzt. Und das hat man auch hat auch der Senna geschätzt, weil er natürlich schon in der Situation mit dem Prost sehr gekränkt war. Weil er gewusst hat, wenn er die Telemetrie angeschaut hat, er ist einfach schneller gewesen. Ja. Und dann das ganze Thema Motor hin oder her, nein, er ist einfach schneller gewesen. Und es war für ihn natürlich eine Wohltat, dann auf einen Teamkollegen zu treffen, der das Thema gar nicht einmal zur Diskussion gebracht hat, sondern der sich mit sich selbst beschäftigt hat und gesagt, wie kann ich die Ecken perfekter fahren, um auch so schnell zu sein. Mhm. Und das Interessante, beim Senna hat man immer gemerkt, dass er in den schnellen Kurven und so und nein, überhaupt nicht schnellen Kurven, würde ich sagen, war ich meistens schneller. Nur die langsamen Kurven hat er die gleiche Perfektion gehabt. Der hat in Spa, in den Hairpins, in der ersten Kurve da die Zeit gemacht. Der hat sich nicht im Rouge gemacht. Mhm. War Rouge voll oder nicht voll, war im Rouge. Er hat sich einfach auf die langsamen Kurven genauso konzentriert und es hat ihm genauso Spaß gemacht, als wie er schnelle Kurven gut zu bewältigen. Der war einfach, er hat gut Auto abgestimmt. Aber er hat auch den Moment gemerkt, wann es Zeit ist, das Auto zu ignorieren und zu sagen, ich muss jetzt den besten Kompromiss hinbringen für die Rundenzeit, für die Pole Position. Mhm. Also ab einem gewissen Moment hat er sie umgestellt und hat die Schwächen des Autos überfahren. Und das hat kaum einer so kennen mehr. Ja? Ein Schalter umlegen von besser abstimmen, noch besser machen, okay, jetzt geht die Zeit aus, jetzt muss ich bei mir selbst. Das muss ich mit mir selbst das Thema handeln. Jetzt muss ich die Schwachstellen des Autos einfach kompensieren durch meine Leistung. Und das hat Pole Position bedeutet. Weil du bist ja eigentlich mit alle gut ausgekommen, ob es jetzt deine Teamkollegen oder Gegner waren. Hast du verstanden, warum es gerade in dieser Zeit Senna Prost, Senna Menzel, Menzel Prost, Piquet Menzel, Piquet Senna, warum es zwischen denen vier da so kracht hat, als Außenstehender jetzt? Also, oder? Mehr als Außenstehender, da warst du mittendrin. Erstens einmal hat das System dazu mal das noch erlaubt, auch so Auseinandersetzungen außerhalb des Autos zu dulden. Es ist ja dann die Zeit gekommen, wo mehr und mehr Journalisten auf die Rennstrecke gekommen sind, wo alles noch viel transparenter geworden sind, wo jedes Thema noch viel größer in den Medien stattgefunden hat
Und dann sind die Hersteller dazu gekommen, wo jeder gesagt hat, das passt zu meinem Image, das passt nicht zu meinem Image, so stelle ich mir einen Fahrer vor. Das ist so weit gegangen, bis dann halt die Fahrer gekommen sind mit Anzug und mit Krawatte, und weil das halt einfach zu der Marke gepasst hat. Und irgendwann hat man in der Szene ein bisschen das verloren, dieses Ecken und Kanten. Und ja, wo man sich auch einmal beim Kragen gehabt hat. Ja. Erinnern wir uns an den Menzel mit Senna oder Senna, mhm, Schumacher in Hockenheim. Das kann man sich halt fast nicht mehr vorstellen, ja, dass das passiert. Mhm. Und ja, und so ist halt die ganze Szene für meinen Geschmack halt ziemlich flach geworden. Es gibt Runner-Ferien, wenn ich gesagt habe, geht das jetzt voll oder geht das nicht voll? Scheiße, wenn es nicht voll geht. Keine Runner-Ferie, mhm, bedeutet das gebrochene Beine. Mhm. Heute ist da Asphalt. Oder früher, wenn du irgendwo mit einer Problem gehabt hast, hast du das einmal hinter der Box ausgemacht. Ja. Ja. Oder du hast auch einmal in der Öffentlichkeit das oder so gesagt, ohne dass du am nächsten Tag irgendein Team gehabt hast, das die dafür zum Rapport nach was weiß ich wo hingebracht hat. Mhm. Es hat aber auch es ist auch so, dass heute die FIA selbst eine Position einnimmt, die sowas nicht duldet. Sagt, das ist sportlich, das ist nicht, mhm, sportlich. Mag schon alles richtig sein. Sicherheit muss vorgehen, mag alles richtig sein, mag alles in diese Zeit passen. Mir hat die Szene dazu mal besser gefallen. Für uns alle ein einschneidendes Erlebnis war Imola 1994. Was ist bei dir da hängen geblieben? Naja, das Wesentliche, was dabei hängen geblieben ist, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gesagt habe. Mhm. Weil erst nach 1994 habe ich wirklich versucht, diese Rennstrecken einmal anzuschauen und zu bewerten und zu sagen, wo sind denn die gefährlichen Stellen? Und jetzt werden diese Stellen einfach aufgeräumt. Mhm. Und vorher war man immer fast ein bisschen stolz, wenn es so gefährliche Stellen gegeben hat, und man hat sie gemeistert. Und, ja, und das ist nachher kein Thema mehr gewesen. Nach Imola hat es kein Thema mehr gegeben, egal was es kostet, die Stelle ist gefährlich, also wird sie entschärft. Mhm. Ob die Mauer wegkommt, ob die Runner-Ferie vergrößert, ja, hat oder Schikane. Oder gleich Schikane wie ein Tamburello. Immer, ja, genau. Ja. Und das hätte man eigentlich alles viel früher schon machen können. Mhm. Das war ein Erwachen von allen. Mhm. Und starker Präsident, der Max Mosel, der dazu mal einfach gesagt hat, so, und das ist jetzt Ende dieser Ära, wo wir wissen, dass es gefährlich ist und nichts machen. Wie brutal war dieser Monat, wo ja dann, also Imola mit zwei toten Rennfahrern, dann kam Wendlinger, dann der Lamy-Testunfall, dann, ich glaube, Montermini in Barcelona, ist ja alle drei Tage irgendwas passiert. Wie schwer war das als Rennfahrer, da durch die Zeit zu fahren? Als Rennfahrer hat man irgendwie so einen Selbstschutz. Mhm. Natürlich geht es da unter die Haut, natürlich beschäftigst du dich damit und schaust, ob du irgendwann einen Beitrag leisten kannst, um das vielleicht in Zukunft zu verhindern. Aber am Ende des Tages haben immer das Gefühl, selbst kannst du eigentlich nicht passieren, weil du es selbst vielleicht anders machen würdest. Und irgendwie blendest du es dann relativ schnell aus und sitzt du wieder ins Auto und fährst wieder weiter. Ja. Also es gibt schon den einen oder anderen, wie ein Jackie Stewart, der sich dann irgendwann einmal sehr der Sicherheit, für die Sicherheit eingesetzt hat. Auch der Senna war derjenige, der versucht hat, zu der Zeit diese Thematik Sicherheit mehr in den Vordergrund, mhm, zu bringen. Ich selbst war da eher ein bisschen nachlässig. Ich selbst habe mein Ding gemacht und war immer der Meinung, irgendwie wäre ich schon das Thema richtig handeln. Jetzt kommen wir gegen das Ende der Karriere. Du warst dann wieder bei Ferrari und dann hast du was gemacht, was eigentlich der Prost vorher bei McLaren gemacht hat. Du hast mit dem Jean Todt angefangen, das Ferrari-Team wieder aufzubauen. Das wurde dann wieder besser, 94, 95. Bist du dann weggegangen. Schumacher ist gekommen. Bist ich wollte mir das nicht noch mehr haben. Man kann ja auch einmal einen Fehler machen, ja, aber man sollte lernen daraus. Okay. Sagt man zu seinen Kindern immer. Ja. Jetzt sollte man gleich einen Fehler machen. Nein, eigentlich der Grund war anderer. Hm. Schumacher ist gekommen, Schumacher war schnell, das war schon klar. Aber das war eigentlich nicht einmal mein Thema. Mein Thema war, dass ich gesagt habe, wie mir Ferrari mitgeteilt hat, dass der Schumacher kommt, sage ich, ist okay für mich, aber ich möchte den Ascanelli als meinen Ingenieur. Mhm. Und der Ascanelli war dort eigentlich so ein bisschen mein liebster Ingenieur, weil der hat in meiner ersten Ferrari-Zeit schon mit mir die Rennen gewonnen, der hat mich kennt, der hat gewusst, was ich als Fahrer brauche und. Und er war sehr, sehr fähiger, guter Renningenieur.
Und ich habe gesagt, für mich ist es okay, ich möchte nur als Ingenieur. Und der Jean hat gesagt, nein, der Ascanelli muss der Ingenieur für beide, also der Chief Ingenieur werden, für beide Autos. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte einen Ascanelli auf mein Auto. Und das hat eine Vorgeschichte gehabt, weil ich habe mit dem Ascanelli bei Ferrari in meiner ersten Periode sehr gut zusammengearbeitet, habe Rennen gewonnen. Und mit dem habe ich mein Auto in kürzester Zeit so abstimmen können, wie ich es braucht habe und so weiter. Und wie ich zu McLaren gegangen bin, habe ich geglaubt, das ist normal. Und wie ich dann den Prost-Ingenieur übernommen habe, habe ich gesehen, dass das ganz ein anderes System ist, dass das eine ältere Generation ist, die ganz anders arbeitet und mit der ich eigentlich nicht so zurechtgekommen bin. Bin dann zum Randennis gegangen und habe gesagt, pass auf, ich habe einen Ingenieur gehabt bei Ferrari. Hol mir uns einen Ingenieur, der arbeitet viel mehr mit Daten wie ihr, viel weniger mit herkömmlichen Methoden, sondern modernen Methoden. Und mit dem habe ich ein super Gefühl, der bringt uns da vorwärts. Irgendwann ist der Ron Dennis zu mir gekommen und hat gesagt, du Gerhard, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich, okay, was möchtest du wissen? Sag mir die gute zuerst. Ja. Und sag ich, die gute ist, als Ascanelli kommt. Sag ich, ja gut, super. Und was ist die schlechte? Er ist am Auto vom Senna. Ja. Ja. Und das war für mich, das war die einzige Sache, wo ich gesagt habe, mit Clan, mit Senna nicht gut mitgespielt. Sondern der Ingenieur ist dann auf dem Senna-Auto gekommen. Und das war eigentlich nicht sauber dort einmal, weil ich eigentlich derjenige war, den unbedingt holen wollte. Und diese Forderung habe ich dann zu der Zeit zu Ferrari gehabt, weil man dachte, das passiert mir nicht nur mehr, dass der Ascanelli dann mit dem Schumacher ist und nicht bei mir ist. Und dann hat er schon gesagt, nein, der Ascanelli kann nur oben drüber sein. Und dann habe ich mich darauf entschieden, gehe weg. Und vielleicht irgendwie aus gutem Grund, ich glaube, wo du dann das erste Mal den Benetton gefahren bist, hast du gemerkt, dass der Schumacher eigentlich ein ganz anderes Auto fährt, als das, was du brauchst, um schnell zu sein, oder? Ja, es war noch mal ein bisschen anders. Das Schumacher-Auto, ich bin auf Anhieb sofort an sehr guten Rundenzeiten gewesen. Und dann habe ich gedacht, überhaupt kein Problem. Nur die letzten 2/3 Zehntel von diesem Auto waren so schwierig zum Handeln, wie meistens bei den Autos. Aber das Auto hat so auf den Bodenwellen im Grenzbereich so einen Abriss immer gehabt, aerodynamisch, das der Schumacher ganz gut gehandelt hat, weil der mit dem Auto halt einfach in der Entwicklung wahrscheinlich so seine Sensoren, seine persönlichen Sensoren so gereift hat, dass ich glaube, der hat schon reagiert vor der Bodenwelle. Ja. Und damit bin ich, der schon mal nicht, aber ich gar nicht zurechtgekommen. Ich habe da gleich mal 2, 3 super Abflüge gehabt. Und wo ich eigentlich gar nicht gewusst habe, was jetzt eigentlich los war. Und habe dann schon gesagt, boah, das Auto ist zwar schon gut, aber mit dem Auto Weltmeister werden, da muss schon gute Fähigkeiten haben. Und das war eigentlich schon etwas, wo ich gesagt habe, der Schumacher, der muss gut sein. Ne? 97 hast du dann nochmal in Deutschland gewonnen, aber trotzdem Ende des Jahres Rücktritt. Ist es schwer gefallen? Nein, überhaupt nicht. Mir ist es eigentlich leicht gefallen, weil ich habe eigentlich gemerkt, dass meine Batterien ausgehen. Ich habe gemerkt, dass ich eigentlich die Risikobereitschaft nicht mehr so habe. Ich habe mich aber in dem Team unwohl gefühlt. Zwar entschieden, zu Benetton zu gehen, aber der Michael Schumacher hat seine Hausaufgaben schon immer sehr gut gemacht. Und der hat jetzt schon mit dem Ross Braun und mit den Rory Byrne alles vorbesprochen gehabt. Die waren alle auf dem Weg zu Ferrari. Und jetzt kamen ich und der Jean dorthin. Jean Alesi, muss man sagen. Jean Alesi, ja. Und die Leute, ein Teil der guten Leute ist schon im Kopf bei Ferrari. Wir haben die Leistung nicht so hingebracht wie der Michael Schumacher, muss man auch dazu sagen. Ich war am Ende meiner Karriere, ich habe im Gegensatz zu früher, wo ich eingestiegen bin, was mir völlig wurscht war, ob ich überhaupt einen Spiegel drauf habe oder ob ich mit den Pedale zurechtkomme, sondern habe den ganzen Tag am Pedale rumbastelt und Spiegel rumbastelt, statt Gas geben und spät bremsen. Also da hat einfach dann, das ganze Paket hat nicht mehr gepasst. Und das Ganze mit dem Flavio noch dazu, wo wir ständig im Clinch gelegen sind, ich und der Jean. Also es war einfach kein gutes Gefühl und ich habe eigentlich gewusst, es liegt ein Teil bei mir und darum ist der richtige Zeitpunkt, und das Alter war ja auch so mit 37 Jahren, es ist eigentlich der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Du hast dann zum Schluss den Sport von der anderen Seite kennengelernt, als Rennleiter, als Teamchef, heute als... Nein, da habe ich noch vielleicht eine ganz gute Story. Ich weiß nicht, ob wir die sagen können. Aber ja, bei uns kann man alles sagen. Ja, oder? Das müssen wir dann noch entscheiden. Ja, ja. Aber die passt ja dann ganz gut. Ja. Frag mich mit der Hockenheim-Geschichte. Ja.
Also, das war ja ein emotionaler Sieg, kann man sagen. Ja, ja, es war ein emotionaler Sieg, keine Frage. Vor allem hat er eine schwierige Vorgeschichte. Mhm. Also ich habe eine Kieferhöhleninfektion. Kann mich noch erinnern, wir waren gerade in New York, wo das losgegangen Jahre, ist. Genau, zwei Jahre mitgeschleppt. Ja. Und bis dann irgendwann mein Arzt draufgekommen ist, dass ich so eine Siebbeinentzündung da rum gehabt und das die Ursache war für diese Kieferhöhlen. Aber jedenfalls habe ich da eine Kieferhöhlenoperation gehabt und bin zwei Rennen ausgefallen. Der Alexander Wutz hat in der Zwischenzeit meinen Platz übernommen. Und es ist dann nochmal ein drittes Rennen ausgefallen, weil ein paar Tage vor der Wiederkehr zum dritten Rennen mein Vater verunglückt ist. Mhm. Und wie dann in Hockenheim war, hat sich die Freude eigentlich in Grenzen gehalten. Jeder hat so ein bisschen einen Chinese Smile drauf gehabt. So, jeder hat sich gefreut, dass ich da bin, aber eigentlich hat man keiner zutraut unter den Bedingungen jetzt irgendwas hinzubekommen. Jedenfalls war das für mich und auch für alle eigentlich einfach mal wieder ein Beweis, wie sehr viel, dass man mental, wenn man sich mental auf etwas festbeißt, wie viel, dass man bewegen kann. Mhm. Also ich wusste, man denkt so, und jetzt sage ich genau das Gegenteil, dass egal in welcher Situation das man ist, das kann man alles wegstecken. Pole Position, schnellste Runde, statt Zielsieg, keiner mehr alles. Und interessant war halt, der Flavio hat schon immer den Jean sehr hart und sehr kritisch vom Anfang der Saison immer wieder behandelt und unter Druck gesetzt und immer wieder eigentlich versucht, ihn irgendwie rauszubringen. Also, ja, zum Teil unfair, mir war es egal, weil ich war Teamkollege, ich habe auf meine eigenen Sachen geschaut, wobei ich den Jean gerne mengen habe und wir waren lange Teamkollegen, haben wir auch in der letzten Konsequenz auch in Schutz genommen. Jedenfalls war mir aber nicht klar, warum man so hart war mit ihm. Wie dann meine Geschichte angefangen hat mit meiner Kieferhöhlen, auf einmal hat das Thema gedreht zu mir. Und der Flavio hat mir eigentlich immer nur erklärt, warum ich eigentlich nicht zurückkommen soll. Und das war im Hintergrund auch das Schwierige in der ganzen Situation. Wie ich im Krankenhaus gelegen bin, mir hat kein Mensch vom Team angerufen. Nachher sind die Teammitglieder gekommen, wie der Jean Wildebart, oder die haben sich entschuldigt und der Flavio hat gesagt, wir dürfen keinen Kontakt haben mit dir. Und ich habe eigentlich nie verstanden, was das eigentlich alles soll. Und dann, wie ich das Rennen zurückkommen wollte, hat der Flavio gesagt, nein, geh, bleib du nur zu Hause hier rennen, du musst dich noch ausruhen und du bist noch viel schwach beieinander und das geht alles nicht. Und ich habe dann irgendwie gesagt, schau Flavio, das ist der Vertrag und nächstes Rennen bin ich da und. Da ist auch der Professor Watkins noch im Spiel gewesen. Da würde ich versuchen, über den Watkins das Thema mit dem Rennen nach hinten zu schieben. Aber verstanden habe ich die ganze Situation nie. Das einfach nicht kapiert, was da eigentlich der Hintergrund ist. Jedenfalls bin ich im Rennen, habe mein Rennen gewonnen. Der Flavio ist mir um den Hals gefahren. Der Flavio hat gesagt, jetzt fahren wir wieder Weltmeister. Ich habe dann gesagt, Flavio, du stehst da drüben, ich stehe da drüben, lass mich in Ruhe. Ich habe dann auch gleich meinen Rücktritt bekannt gegeben, weil ich wollte eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. So war mir eigentlich alles irgendwie nicht ganz geheuer. So, ich glaube, 5 oder 6 Jahre später, da bin ich schon lange nicht mehr rennen gefahren, ruft mir der Flavio an und sagt, Flavio, Gerhard, könntest du mir helfen? Sag ich, ja, warum? Natürlich, Flavio. Dann sag ich, ich habe da so ein Verfahren in Österreich mit dem Manager von Boots. Sag ich, um was geht's? Hey, schick dir das einmal durch, schau dir das einmal an. Weil der will da nicht zahlen und wir haben ja dort einmal vereinbart, der Wutz, wenn er 3 Rennen fährt, muss so und so viel laufen. Und in dem Moment, wo mir klar war, was gegangen ist, da ist dann gegangen, entweder den Alesi 3 Rennen rauszubringen, um das Geld vom Wutz zu kriegen, oder den Berger 3 Rennen. Jetzt ist der Berger eh schon 2 Rennen gegangen, da sind jetzt nur Rennen daheim bleiben. Das hätte man eigentlich gleich sagen können, dann hätte man es gleich regeln können. Aber wie gesagt, so sind die Hintergründe der Formel 1 halt immer gelaufen. Ne? Ja, ganz zum Schluss, ich habe schon gesagt, du warst auch auf der anderen Seite der Boxenmauer dann gestanden, als Rennleiter, als Teamchef. Jetzt bist du Chef einer Serie. Wie viel hat dir deine Rennvergangenheit als Fahrer geholfen, jetzt dich da in dem anderen Metier zurechtzufinden? Nein, das Tolle für mich ist, dass ich Rennen gefahren bin, dass ich beim Hersteller in der Position als Motorsportverantwortlicher bei BMW gearbeitet habe, dass ich ein Formel-1-Team gehabt habe und mit Red Bull zusammen Toro Rosso, wo ich gelernt habe, einfach wie schauen diese Themen aus, Concorde Agreement und so weiter. Und dann, was ich sagen muss, wo ich sehr froh bin darüber, ist, dass ich die 3 Jahre dem Jean geholfen habe mit der Single-Seater-Commission bei der FIA, um diesen ganzen FIA-Apparat kennenzulernen. Und in Kombination, dieses Paket in Kombination
ist das, was mich, glaube ich, ja, fast ein bisschen unique macht in dem ja. Geschäft, weil ich da viele Seiten gesehen habe und die helfen mir auch wahnsinnig. Ja. Wobei ich sagen muss, auch jetzt mit der DTM habe ich wieder eine neue Facette kennengelernt, diese ganzen TV-Rechte, diese ganzen Lizenzrechte und so weiter. Also das ist auch nochmal eine interessante Geschichte, aber ich glaube, im Gesamten habe ich jetzt ein gutes Paket und ein gutes Gesamtverständnis für das Geschäft. Mhm. Dann wäre der nächste Schritt, dass du der nächste Bernie wirst, irgendwann mal. Nein, ich wäre kein nächster Bernie, weil ich habe immer gesagt, die Schuhnummern von Bernie sind groß. Man merkt ja, sind ja ein paar große Amerikaner momentan am Werk, die dann sind auch nicht so einfach. Die Schuhe sind für die auch schon zu groß. Also nein, ich bin total zufrieden. Ich habe für mich selbst eine gute Mischung gefunden zwischen Zeit fürs Privatleben, Zeit für meine Firmen und Zeit für den Rennsport. Okay, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Danke, Gerhard Berger. Wir haben einen tollen Einblick über diese wahnsinnige Zeit gekriegt. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao.